Körper. Aduriz! Bist du verrückt? Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden uns heute hier den guten Aduriz abschließen, Freunde. Die SBC ist rausgekommen, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt mit dem Video, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Ich werde euch auch noch zeigen, welche Verkäufe ich getätigt habe, was ihr verkaufen sollt aktuell, Freunde. Wenn euch das gefällt, wie gesagt, gebt gerne einen Daumen hoch, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Schreibt gerne rein, macht ihr den Aduriz, macht ihr den nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die SBC ein, Freunde. Ab geht's. Die Platin-Zahl bekommen, sehen wir hier, 3 Sterne Skills ist natürlich jetzt nicht so gut, Hochmittel ist gut, 1,82 Meter und 4 Sterne schwacher Fuß, also das ist schon ordentlich, hätte der noch 4 Sterne Spezialbewegung, wäre das natürlich eine sehr, sehr geile Karte, so wird der natürlich nicht so geil sich steuern lassen, muss man einfach sagen, weil 3 Sterne Skiller steuern sich einfach nicht so geil wie 4 Sterne Skiller, ist einfach so, Freunde, gehen wir weiter, schauen wir uns, was er noch so für Attribute vorzuweisen hat, sehen hier ein Tempo von 91 und 93, geht vollkommen klar, ist in Ordnung als Stürmer, man muss auch sagen, Benzema zum Beispiel, hat ja auch ungefähr das Pace und kommt einem nicht schnell vor, man muss halt schauen, theoretisch, wie er sich, ob er sich schnell anfühlen würde, ich denke eher, der würde sich langsam anfühlen, sage ich euch, wie es ist, Schuss sieht heftig aus, ich denke, wenn ihr mit dem zum Schuss kommt, wird fast wahrscheinlich alles drin sein, muss man einfach sagen. Passspiel, ja, das ist das Problem bei jedem Stürmer, dass die halt überhaupt nicht passen können. 70 langer Pass ist hier auch wieder sehr, sehr problematisch, muss man sagen. Effe nicht so gut, muss man wirklich sagen. Und wir sehen beim Dribbling, bei der Balance und bei der Beweglichkeit absolut grauenhafte Werte für einen Stürmer. Beweglichkeit 70, Balance 66. Das sind Werte, die ich höchstens im Hauptteam in der Innenverteidigung akzeptieren würde mit der Beweglichkeit und der Balance. Selbst da sind die, glaube ich, deutlich besser, die Innenverteidiger, die ich habe. Man muss sagen, sonst vom Dribbling sehr, sehr gute Werte. 99 Reaktion, 99 Ballkontrolle, 96 Dribbling, Ruhe 99. Kopfballpräzision hat der 99. Abfang ist bei ihm ja völlig egal, muss man sagen. Faire Zweikämpfe auch egal, Grätsche egal, Freunde. Physisch sehen wir hier die Sprungkraft, wie gesagt, der war immer für seinen Kopfball bekannt, deswegen musste er auch bei beidem Kopfball da 99 haben, das ist ja klar. Ausdauer 66, heißt, wenn ihr den Stamm spielt, spätestens nach 50, 60 Minuten muss der raus. Stärke 99 und Aggressivität 99. Sieht sehr, sehr gut aus, bis auf halt die paar Werte, die ich angesprochen habe. Der lange Pass, die Beweglichkeit, die Balance und die Ausdauer, das ist halt, ja, wie gesagt, die Karte kostet nicht viel, deswegen nehme ich die mit, Freunde. Ich zeige euch gleich, was ihr dafür nur abgeben müsst. Er hat noch Power-Kopfball, hat er auch verdient und Teamspieler und der gute Mann ist auf jeden Fall, ja, der wird schon fast 40, also der wird nächstes Jahr 40 einfach. Der ist 39 und hat immer noch Barcelona mit 39 zerlegt, muss man einfach sagen. Ist heftige Karte. Werden wir abschließen, Freunde, ihr müsst nur eine SBC abschließen. Ich dachte mir erst so, warum die so billig ist. Man muss aber sagen, aktuell, ja, was muss man aktuell sagen, Freunde, die Preise unfassbar teuer, ne? Also wenn ihr das hier seht, was ich hier bezahlen muss, okay, der hier zum Beispiel ist untauschbar, aber die ganzen Tots, die sind so, okay, der geht sogar vom Preis her sogar noch, finde ich. Aber wenn man hier zum Beispiel einen James schaut, er ist nicht auf dem Markt, den musste ich snipen, ja, die kostet halt 16.000, müsst ihr snipen, wenn ihr den kaufen wollt, ihr seht auch, das waren die letzten 83er, 84er, die ich im Verein hatte, ich habe sonst keinen einzigen 83er mehr im Verein, ich habe hier alles reingehauen für den guten Aduriz, gehen wir einfach mal durch, was ich hier drin habe, warte, das war falsch rum, fangen wir hier natürlich an, James musste ich 16.000 zahlen, den hier habe ich untauschbar, werde ich niemals spielen oder werde ich niemals gebrauchen, den Sydney hier, also ja, deswegen geht der auf jeden Fall rein, hier der Pachejo geht rein, er hier geht rein, weil wir einfach ein Dings brauchen, einen Tots, der hat zwar recht ordentliche Werte, aber sind wir ehrlich, werde ich auch nie zocken, so, Illaramendi musste ich kaufen, 6.600, man muss sagen, die ganzen Spieler, wenn ihr wirklich euren Verein voll habt mit 83er, 84er oder so, haut eure Transferliste weg, Freunde, ich werde euch auch noch zeigen, wie meine Transferliste aussieht, weil ich habe alles verkauft, was ich high rated da hatte. Ich hatte ja eine UV-Liste noch am nebenbei laufen, habe, glaube ich, fast 1 Million Gewinn gemacht, weil ich da alles UV weggekriegt habe. Ihr habt das auch schon die ganze Zeit im Stream da gestern und vorgestern mitbekommen. Besser gesagt, ja, gestern kam ja die SBC erst. Da sind die schon sehr, sehr teuer weggegangen, diese Karten. Hier ein Canales, auch ihn.
muss man einfach für 10.000 snipen. Also wenn ihr die SBC machen wollt, ja, ihr seht 10.000. Ich weiß nicht, wie lange geht die überhaupt. Dann wartet noch ein bisschen, 2 Tage. Ja, so lange wird das andere Pack wahrscheinlich auch gehen. Wenn ihr den unbedingt mitnehmen wollt, schaut, dass ihr ein bisschen was untauschbar im Verein am besten habt und baut da ein bisschen rum. Dann geht das schon klar. Wie gesagt, Kanal ist 10.000. Martinez untauschbar. Der würde wahrscheinlich auch mindestens 8.000 kosten. Ja, okay, der ist sogar günstig, muss ich sagen. Er ist halt schlecht zu linken, ne? Argentinien, Inter ist jetzt nicht so gut wie die ganzen Spanier. Die sind natürlich deutlich besser zu linken. Ihr seht auch 70 Chemie. Dadurch, dass die Chemie halt so hoch ist, sind diese ganzen Spieler sehr, sehr teuer. So, dann schließen wir den guten Bäume ab. Und dann kommt der Aduriz in die Panini-Sammlung dazu, Freunde. Da ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine Maschine, der Aduriz. Also, ich habe den immer gefeiert. Das ist ein unfassbar guter Spieler, wie gesagt. Auch sehr viele Spiele von dem wirklich live gesehen, wo der einfach mit Bilbao Europa League damals gespielt hat. Und das ist wirklich eine Karte, wo man natürlich jetzt spielerisch sagt, ja, nicht so gut, aber weil ich den Spieler feiere, nehme ich ihn mit und ich habe eh genug Münzen zu freuen. Deswegen werde ich wahrscheinlich jede SBC auf die Spock Cup einfach mitnehmen. Und wie gesagt, der Aduriz ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr geile Karte. Ich nehme den sehr, sehr gerne mit, den guten Boy. Ja, Freunde, wie gesagt, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal noch meine Transferliste. Gehen wir mal da drauf noch hin. So, Freunde, wir sind übrigens kurz bevor die 52 Millionen Transfererlös zu erreichen. Also ihr seht das, 51,93. Also ja, bis das Video wahrscheinlich online ist, sind das gefühlt dann die 52 Millionen. Ja, ihr seht hier sehr viele Verkäufe am Start. Die zeige ich euch noch. Ich habe auch, glaube ich, noch ein Pack hier bei Zentrale. Das können wir noch abholen. Das öffnen wir dann auch noch gemeinsam. Ich habe hier eigentlich alles weggehauen, was ich im Verein hatte. High Rated. Ich habe ja Kane investiert. Für, glaube ich, 28.000 oder so, weil ich gehofft habe, dass Kent als SBC kommt, weil man da Engländer braucht, habe ich gedacht. Aber dadurch, dass der nicht kam und dadurch, dass diese Deluxe-Pack kam, ist er trotzdem über 10.000 gestiegen. Also ich habe, glaube ich, pro Kane so 11.000 Gewinn gemacht. Auch hier den Ochoa habe ich damals, glaube ich, für 20 oder 19.000 mitgenommen. Müller habe ich euch damals empfohlen. Wer da investiert hat, auf jeden Fall Checkpot gemacht. Habe damals ja empfohlen, für 16.000, 17.000 da All-In zu gehen. Das hätte sich gelohnt. Genauso wie Bonucci hätte sich noch mehr gelohnt. Bonucci ist, glaube ich, auf 50.000 hochgegangen, kurzzeitig. Also ihr seht, dass diese Karten, die sind unfassbar teuer. Ein Sterling, dadurch, dass er halt RM ist und man bei dieser Formation ein RF, besser gesagt, braucht, ist er auf 40.000 hochgegangen. Ihr seht das hier. Wie gesagt, den habe ich auch unter 30 auf jeden Fall gekauft. Hier die unter 20 auf jeden Fall geholt, die 87er Mertens Insigne. Ich denke auch, ich werde wieder die Liste ein bisschen nachfüllen, wenn das ganze Zeug weg ist. Hier ein Rammes, den habe ich vorhin aus Versehen 2-mal gekauft, den ging auch sofort wieder weg für 16.000. Pizzi 6,5, Munirin 2,5, Piszczek 2,5 und hier halt noch den ganzen Silberkram, den ich so langsam verkaufe. Ihr seht auch, das wollte ich euch noch zeigen, die Silbermethode. Viele haben ja die Methode angeschaut. Ihr könnt diese Karten, ich habe ja gesagt, für 600 verkaufen. Ihr seht, ich verkaufe die teilweise für 700, 800, 900, manche sogar noch für mehr. Okay, der hier ist jetzt von Serie A, von einem sehr teuren Team. Aber ihr seht, ich verkaufe die locker für 700, 800 auch easy. Also, das ist gar kein Problem. Ich zeige euch auch noch, was hier auf meiner Liste ist, Freunde. Fragen ja immer sehr, sehr viele, was ich aktuell noch hier habe. Ich habe hier nicht mehr viel. Also, die Liste ist jetzt fast nichts mehr wert. Ist noch ein Immobile Inform da. Und ich glaube, der Rest ist weggegangen von den ÜV-Spielern. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr Bock habt nochmal auf eine ÜV-Liste. Vielleicht, wenn ihr sagt, okay, hau nochmal eine ÜV-Liste raus. Erstelle ich nochmal einen für euch, Freunde. Schreibt das gerne rein, habt ihr Bock da drauf oder habt ihr keinen Bock da drauf, könnt ihr gerne reinschreiben. Dann würde ich sagen, holen wir mal noch das gute Pack ab hier. Ja, wie gesagt, ich habe hier nichts gemacht, ich habe hier irgendwelche Tagesaufgaben anscheinend geschafft. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich das schon länger habe und das jetzt erst gesehen habe. Wie gesagt, Freunde, ich bin ja hier nur noch aktuell im Menü aktiv, so spielerisch, so vielleicht spiele ich nächste Weekend League. Wir haben ja aus dem Deluxe Pack ja, einen Virgil van Dijk bekommen, was auf jeden Fall nice ist, muss man schon sagen. Der EA will da wieder so gegenrudern, dass der Platin-Boss wieder das Spiel spielt. Man merkt das. Weil vorher, die haben nichts gegönnt. So, ich habe die ganze Zeit gespielt. Ich spiele nicht mehr direkt. Die gönnen im besten Pack direkt, gönnen die so einen heftigen Spieler, Freunde. Ihr könnt da natürlich auch schreiben, was wir da ja, wie gesagt, ich habe auch mal das Team so gebaut, wie ich es ungefähr bauen könnte. Also ich habe ja noch 12 Millionen. Ich könnte mir auch ein Hullet oder so kaufen, Freunde. Das wäre ja gar kein Problem. Also das ist
ist ungefähr so das Team, wie ich es ungefähr bauen könnte. Ich könnte ja auch Eusebio hinstellen und Atal als Sechser spielen. Also so könnte man das easy bauen. Wie gesagt, Van Dijk kam da aus dem SBC-Pack rum, Freunde. Ja, hat auf jeden Fall geschmeckt. Vielleicht jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendwas aktuell ziehen kann. Machen das Pack trotzdem auf, dass ihr noch ein Pack am Ende habt, Freunde. Vielleicht gönnen die ja, vielleicht gönnen die auch nicht. Ist ja nicht schlimm. So, vielleicht wenigstens ein 83er. Ach, schade. Okay, 83er sind wahrscheinlich jetzt Mangelware in meinem Verein. Sind keine da. Martip ist auch nicht verkehrt, weil so, also selbst so ein 82er Martip ist sehr, sehr teuer, muss man sagen. Deswegen so Upgrade-Packs, ich hätte das gefeiert, wenn die das gebracht hätten. Also ihr seht, selbst ein Martip kostet 3000. Also wenn ihr euren Verein voll habt, nur mal ein paar Münzen braucht, Freunde, dann casht nochmal aus. Dann könnt ihr jetzt ordentlich Münzen machen. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich bin raus. Ich hoffe, es hat euch mit dem Video gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage mal eben vorne.